Wir drei sind uns definitiv einig, was das Ziel unserer Bemühungen, unserer Diskussionen, unserer Suche nach Alternativen betrifft. Also Fabian hat das gut auf den Punkt gebracht mit dem Geld als Geld den Herrschaftscharakter nehmen. Und Christian hat das ja, finde ich, gut auf den Punkt gebracht, Geld zu einem demokratischen Instrument machen, den Kredit demokratisch organisieren und sozialen und ökologischen Kriterien unterordnen, Finanzmärkte abschaffen und dafür sorgen, dass wir von Arbeitseinkommen leben können und nicht von Kapitaleinkommen. Also all das unterstreiche ich in vollem Umfang, sehe aber große Probleme, was die Wege dorthin betrifft. Und zwar genau deshalb, weil ich in der DDR groß geworden bin, in einem Land, in dem auch eine gut gemeinte Idee umgesetzt wurde, aber wie wir alle wissen, sie hat nicht funktioniert. Von daher habe ich einfach durch meine eigene Biografie die Erfahrung gemacht, es reicht nicht, irgendetwas gut zu meinen, es muss auch gut durchdacht sein. Und eine Erfahrung, die ich auch durch meine Biografie, aber auch durch das Studium der Geschichte des Geldes gemacht habe, ist, dass Verbote oft oder mitunter das Gegenteil von dem bewirken, was sie bezwecken. Und da muss ich einfach sagen, Christian hat ja immer wieder vorgeschlagen, was natürlich absolut gut gemeint ist, demokratische Gremien sollen über dies oder jenes entscheiden, also unter anderem über die Höhe der Lohnunterschiede, über die Höhe dessen, was aus einem Unternehmen herausgezogen werden kann. Das ist definitiv gut gemeint, aber für meine Begriffe reicht es nicht aus. Ich habe, wie gesagt, in der DDR die Erfahrung gemacht, da gab es im etwa Lohnunterschiede von 1 zu 10, in Ausnahmefällen 1 zu 20. Das war einer der Gründe, warum die Mauer gebaut wurde. Weil die Intellektuellen, weil die Akademiker das Land verlassen haben, gut ausgebildet in den Westen gegangen sind, weil sie dort besser verdienen konnten. Es ist also ein großes Problem. Ich bin dafür, also ich teile diese Forderung, dass wir hier begrenzen müssen, möchte dafür aber andere marktwirtschaftlich und individuell, also auf die Individualität der Person, auch auf ihren Beitrag, den sie für Gesellschaft leisten, abgestimmte Vorschläge machen. Ob ich das im Rahmen dieser Tagung schaffe, weiß ich nicht. Müssen wir gucken, wie viel Zeit da ist. Aber spätestens in meinem Buch, was irgendwann in diesem Jahr erscheinen wird, also in dem vierten Teil dieser Quadratur des Geldes, an der ich gerade schreibe, werde ich das natürlich nochmal ausführlich darlegen, was ich da für Vorschläge habe. Wir brauchen definitiv ein Geld- und Finanzsystem, bei dem Kredite nach sozialen und ökologischen Kriterien vergeben werden. Und das ist eigentlich einer der ganz wesentlichen Hebel. Und auch über die Rückseite dieser Geschichte, nämlich dass wir jetzt im Moment ein Subventionssystem haben, das die schädlichsten Branchen tatsächlich mit öffentlichen Geldern massiv subventioniert, allein die fossilen Energien mit über 5.000 Milliarden pro Jahr und so weiter und so fort. Und solche Kriterien würden das perverse Subventionssystem, was wir im Moment haben, vom Kopf auf die Füße stellen. Also das ist absolut entscheidend und ich glaube, da kann man gar nicht genug Bewusstsein für schaffen, für diese Frage. Du hast auch viel über Demokratie gesprochen, was ich auch total wichtig finde. Ich finde, unsere Demokratie ist in einem besorgniserregenden Zustand aus verschiedenen Gründen. Kann ich jetzt auch nicht genau darauf eingehen, das hast du ja auch getan. Du hast von Postdemokratie gesprochen, der Begriff von Colin Crouch. Und ich schätze auch die Arbeit von Colin Crouch, aber ich glaube, man muss sich auch klar sein, dass die parlamentarische Demokratie, so wie sie ist, von Anfang an eigentlich dafür designt worden ist, dass die Eliten im Grunde genommen bei ihren Entscheidungen mehr oder weniger unter sich bleiben. Der Vater der amerikanischen Verfassung, der Hauptautor der amerikanischen Verfassung, James Madison, hat, als es darum ging, wie soll denn die Verfassung aussehen, gesagt, dass Democracy etwas sehr Gefährliches ist, weil alle möglichen Leute mitreden wollen, nämlich Schwarze, Indigene, Frauen, arme Leute, die man doch bitte aus dem politischen Prozess heraushalten möge. Ne? Und er hat vorgeschlagen, dass man etwas anderes gründet, nämlich eine Republic. Und eine Republic ist im Prinzip ein System, wo all diese Leute aus dem politischen Entscheidungsprozess zumindest 4 Jahre lang weitgehend draußen sind und man alle 4, 5 Jahre halt ein Spektakel organisiert, wo man zwischen zwei verschiedenen Fraktionen von reichen weißen Männern
sich entscheiden kann. Und das war im Prinzip die Verfassung der USA. Und natürlich haben soziale Bewegungen dann jahrhundertelang, muss man sagen, dafür gekämpft, dass es innerhalb dieses Systems mehr Rechte gibt. Das heißt, dass schwarze Frauen, Indigene und arme Leute überhaupt wählen dürfen. Das hat schon mal 100 Jahre gedauert, in Europa genauso. Das heißt, dieses System ist eigentlich dafür designt worden, Entscheidungsprozesse innerhalb der Eliten zu organisieren. Es gab dann vor etwa 100 Jahren, als es gelungen ist, in Europa und auch in den USA ein allgemeines, gleiches und geheimes Wahlrecht durchzusetzen, mussten sich die Eliten neue Wege überlegen, wie sie diesen Prozess so organisieren, dass die kapitalistische Megamaschine weiterlaufen kann und die Leute aus dem Prozess rausgehalten werden. Und die Lösung, die man dafür gefunden hat, war, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Es war auch nicht ganz neu natürlich, Propaganda gab es schon immer. Aber es gab wichtige Autoren wie Walter Lippmann, die ein Buch geschrieben haben, Public Opinion, oder Edward Bernays, der das Buch Propaganda geschrieben hat, Neffe von Sigmund Freud, der eigentlich der Vater der modernen Public Relations ist. Und die Idee war eben, dass wir die öffentliche Meinung in irgendeiner Weise durch die große Vermachtung der Medien, das war ja gestern auch Thema, dass wir die so organisieren können, dass das Wahlrecht im Grunde keine Bedeutung hat, weil systemische Fragen gar nicht zur Wahl stehen. Und das ist ein bisschen der Hintergrund. Und wir hatten dann tatsächlich wiederum, getrieben von sozialen Bewegungen, innerhalb dieses Systems große auch Erfolge. Ne? Wir hatten auch große Rückschläge. Der Faschismus ist ja in Deutschland nicht auch zuletzt durch die Beeinflussung durch große Medien, die in der Hand von Konzernen waren, hat sich durchsetzen können. Aber nach dem Krieg hat es dann ja auch die 68er-Bewegung gegeben. Und das war wahrscheinlich der größte Schub von Demokratisierung, den das westliche System je erlebt hat. Und aus diesem Hintergrund kommen wir ein bisschen. Wir haben sozusagen einen Höhepunkt von Demokratisierung erlebt, der auch für die damaligen Eliten extrem besorgniserregend war. Es gab einen Bericht an die Trilaterale Kommission, The Crisis of Democracy 1975, wo Leute wie Samuel Huntington gesagt haben, jetzt mischen sich diese ganzen Leute, die wir aus dem politischen Prozess raushalten wollen, ein. Schwarze, Arme, Indigene, Frauen und so weiter. Das ist unglaublich gefährlich. Ne? Wie schön waren doch die Zeiten, schreibt Huntington in den 50er Jahren, wo Präsident Truman mit ein paar Wall Street Bankern den Laden schmeißen konnte. Das schreiben die da. Ne? Warum erzähle ich diese ganze Geschichte? Wir haben seit diesem Höhepunkt der sozialen Bewegung in den 60er, 70er Jahren einen Rollback. Der ganze neoliberale Rollback ist eine Antwort auf eine ökonomische Krise, die in den 70ern begann, und ist aber auch eine Antwort auf die Demokratisierung gewesen damals. Ne? Das heißt, wir haben einen demokratischen Rollback seit 40 Jahren, wo demokratische Rechte, die erkämpft wurden, uns wieder genommen werden, ne? Und in die Hand gelegt werden von transnationalen Konzernen und so weiter. Das Entscheidende bei der ganzen Sache ist, dass wenn man mehr Demokratie wieder haben will, dass das nur über starke soziale Bewegungen funktioniert. Und die Ideen, die du entwickelt hast, die ich auch wunderbar finde, die Convention und so weiter, ich glaube, die werden nur Realität werden und politischen Einfluss gewinnen können, wenn es tatsächlich dahinter starke Bewegungen gibt. Das wirst du wahrscheinlich auch teilen, mehr oder weniger. Ne? Und das ist, glaube ich, das Problem, dass wir diese Bewegung im Moment in vielen Teilen der Welt nicht haben, in Deutschland zumindest nicht, in Österreich nach meiner Wahrnehmung auch nicht. Näher ran. Wir können es auch leiser machen, das Mikro, dann pfeift es nicht so, dann gehe ich einfach näher ran und dann pfeift es nicht so. Das ist die Machtfrage, die ja auch gestern gestellt wurde. Ich glaube, dass wir in einer sehr instabilen Phase des gesamten Weltsystems derzeit sind. Wir haben die ökologische Krise, wir haben eine Krise des Kapitalismus im Weltsystem, wir haben eine Krise der US-Hegemonie. Das System wird immer instabiler und die Eliten reagieren darauf in der Weise, dass sie ihre Kontrolle versuchen zu verstärken und Demokratie wegnehmen. Und die Antwort darauf kann eigentlich nur durch soziale Bewegungen gegeben werden. Und ich denke, dass wir da tatsächlich auch groß denken müssen. Ich glaube, dass wir tatsächlich neue Rechtsordnungen in ganz vielen Bereichen brauchen. Neue Rechtsordnung, was unser Verhältnis zur Natur angeht. Es gibt viele Diskussionen und auch schon Fälle, wo der Natur Rechte zugesprochen werden und so weiter. Unsere Rechtsordnung ist in Bewegung.
aber sie wird sich nur verändern in dem Maße, wie wir tatsächlich die Mächte, die da sind, auch herausfordern können. Und ich glaube, dass eine tatsächlich neue Fassung auch von Finanzsystemen und so wahrscheinlich nur in tiefen Krisen stattfinden kann. Man denke an die Französische Revolution. Was ist der Französischen Revolution vorausgegangen? Die Pleite des französischen Staates. Ne? Und wir haben viele Staaten, die kurz vor der Pleite stehen, und wir haben auch ein Finanzsystem, das eigentlich strukturell insolvent ist und nur durch Subventionen am Leben erhalten wird. Das heißt, diese Krisen werden kommen. Und ich glaube, das Entscheidende ist, wie wir Strategien entwickeln, Bündnisse entwickeln, die tatsächlich in der Lage sind, breite Kraft zu entfalten, um diese tiefen Fragen anzugehen. Weil ich glaube, es wird kein glatter Prozess im Sinne von, wir machen hier einen Konvent und wir machen da einen Konvent und dann werden die Eliten irgendwann einsehen haben, wie gut unsere Ideen sind. Das wird, glaube ich, nicht passieren, sondern es wird konfliktreich. Das ist eigentlich meine Ergänzung mehr. Ja. Dann finde ich, hast du ja viele dieser Themen angesprochen, die sonst nicht vorkommen bei der Anne Will oder bei Markus Lanz. Da haben wir auch schon gesagt, manche Themen kommen einfach nicht vor. Und die brennen aber ganz, ganz vielen Menschen auf dem Herzen und auf der Seele. Und wir haben ja schon mehrfach auch angedeutet, dass eigentlich wäre Platz für eine neue Bewegung oder Partei. Gleichzeitig bin ich mir am allermeisten der Grenzen einer klassischen Partei bewusst und sinniere auch die souveräne Demokratie als eine Demokratieform, die den Parteienkonkurrenzkampf überwindet. Und deshalb habe ich sozusagen sehr große Zurückhaltung, so einen Gedanken zu konkretisieren. Aber die Inhalte sind umso klarer. Ne? Und nämlich die Machtkonzentration, die Demokratieentwicklung, die Partizipation, das Bewusstsein und die Bewusstseinsfallen, diese Spaltungsstrategien auf der Rhetorikebene, dann die Dekonstruktion der Verschwörungstheorie-Konstruktion, das Brechen des Monopols der Internetkonzerne, der Überwachungsstaat. Das ist so ein Themenkatalog, der meiner Meinung nach da jetzt von selbst sich aufgespannt hat. Und man könnte mal mit diesem Inhalt beginnen und dann gemeinsam fragend voranschreiten, wie daraus eine neue politische Kraft werden kann, unabhängig davon, welche Gestalt sie annehmen wird. So viel zum Rahmen. Und jetzt würde ich einfach gerne noch vier Punkte kurz verstärken, die du gebracht hast und wo ich denke, dass es sich sehr, sehr lohnt, daran weiterzuarbeiten. Und einer ist eben die Begrenzung der Macht von Unternehmen passiert nicht nur dadurch, dass wir mit zunehmender Größe die Eigentumsstruktur demokratisieren, wo wir uns einig sind, sondern ich würde auch eine absolute Größengrenze befürworten. Und damit man irgendwo beginnt zu diskutieren könnte, die bei 1 Milliarde Dollar oder 1 Milliarde Euro Umsatz könnte man dort beginnen. Das ist wahrscheinlich manchen viel zu klein und da kann man sagen, na gut, wenn sie sich besonders gut verhalten, das heißt, wenn sie ein besonders vorbildliches Gemeinwohlplanungsergebnis haben, dann dürfen sie noch weiter wachsen, aber nicht mehr als 10 Milliarden Dollar oder 10 Milliarden Euro. Dann würde man sogar diese Idee aufgreifen von der individuellen Unternehmenscharta, die du auch erwähnt hast, also diese individuelle Unternehmenscharta, die impliziert aber nicht wie früher, dass sie ein eigenes Militär haben und ein eigenes Münzregal und einen Auftrag zum Imperialismus in den Rucksack, sondern im Gegenteil, sie bekommen den Pflichtenkatalog, der in Artikel 14 des Grundgesetzes ja festgelegtes Eigentum verpflichtet. Und nur wenn sie hier diesen Gemeinwohlpflichten nachkommen, dann können sie noch maximal bis 10 Milliarden Euro oder Dollar Umsatz wachsen. Dann ist aber absolut und endgültig Schluss. Und umgekehrt, wenn sie die Gemeinwohlpflichten negativ erfüllen, dann werden sie beim ersten Mal verwarnt. Beim zweiten Mal gibt es eine rote Karte und beim dritten Mal wird dann die Unternehmenslizenz einfach nicht mehr verlängert. Also das ist dann der Tatbestand der ethischen Insolvenz, der applaudiert wurde. Gut, der zweite Punkt wären diese direkten Klagerechte für Konzerne. Die halte ich für super kampagnenfähig, aus einem ganz schlichten Grund, weil das sind Rechte, nämlich internationale Rechte für die Mächtigsten und für juristische Personen. Und die Tatsache, dass auf der gleichen Ebene des Völkerrechts natürliche Personen, also Menschen, keine Klagerechte besitzen, also wenn die
wenn die transnationalen Konzerne die Menschenrechte verletzen, sei es der Arbeiterinnen, der Konsumentinnen, der Anrainerinnen oder zukünftigen Generationen, dann gibt es nicht mal ein Gericht, das die Klage gegennehmen würde. Und obwohl es aber schon diese Idee für einen internationalen Gerichtshof für die Menschenrechte, die gibt es schon. Nur die wird von der Europäischen Union zum Beispiel, die sich jetzt ganz engagiert für den multilateralen Gerichtshof für Investoren einsetzt, also diese Ad-Hoc-Schiedsgerichte, die uns alle so bitter aufstoßen, die sollen jetzt in einen geregelten Gerichtshof überführt werden. Dabei wird aber übersehen, dass zwar die rechtsstaatlichen Mängel, die diese Ad-Hoc-Schiedsgerichte aufweisen, dass die das kleinere Übel sind, aber das größere Übel sind, dass es diese Konzernklagerechte überhaupt gibt, während es einen Gerichtshof für die Menschenrechte gar nicht gibt und der gar nicht diskutiert wird. Also diese Schieflage, und das wäre dann einer dieser Kommentare zum Beispiel, ne? Weil darüber schreiben auch die Stiglitz und die Krugmans und die, weiß nicht, wer da noch alle mitsprechen darf, die schreiben da gar nicht drüber, weil die eben so innerhalb der aktuellen Diskurse ihre guten Kommentare produzieren, aber sie denken nicht über das Bestehende hinaus. Und das wäre sozusagen ein Definitionsmerkmal. Und wir würden dann halt für die Errichtung eines globalen Gerichtshofs für die Menschenrechte, davon Menschen angerufen werden können, wenn Unternehmen ihre Rechte verletzen. Das muss jetzt absolute Priorität haben und bis dahin müssten diese Konzernklagerechte gestundet werden, wenn nicht vollkommen eliminiert werden. Das ist der zweite Punkt. Vielleicht noch einen dritten und dann du hast es eigentlich eh. Ich möchte es nur verstärken. Wie Steueroasen geschlossen werden könnten, wie eine koordinierte Konzernbesteuerung technisch umgesetzt werden könnte, ist einerseits eine Kernkompetenz von Ad-Hoc und andererseits hast du es wiederholt und ich finde, das würde auch da gut hereinpassen. Oder die Subventionen noch. Ein letztes Beispiel, die Subventionen und die öffentliche Beschaffung gemeinsam. Ja? Also dass zwei effektive Hebel sind, wo man die Macht und auch die Wirkung, die kontraproduktive Wirkung von transnationalen Konzernen angehen könnte und sofort Mehrheiten hinter sich hätte, sofort. Ne? Wenn man sagt, alle öffentlichen Subventionen und jeder öffentliche Beschaffungsvorgang muss ethischen Kriterien dienen, muss sozialen, ökologischen, demokratiepolitischen Kriterien dienen. Wahrscheinlich hat man über 90% der Bevölkerung hinter solchen Vorschlägen. Aber um nochmal abzurunden, daraus könnte so ein Programm geschrieben werden und für dieses Programm könnte dann eine politische Akteurin gesucht werden. Ob das jetzt ein Zusammenschluss von bestehenden Kräften ist, ob das eine neue Bewegung ist, ob das eine Partei ist oder was anderes, wird sich dann vielleicht auf dem Weg zeigen, wenn man sie anruft und sagt, bitte emergiere, neue politische Akteurin.